Hallo und willkommen bei Assassin's Creed Mirage. Und ich glaube, das hier ist jetzt die erste Folge, wo ich auch mit Sprache mache, also mit Mikrofon mache. Ich klinge noch immer etwas krank. Das ist normal. Bin auf dem Weg der Besserung, aber ja. Bin teilweise etwas stiller als sonst. Nochmal eine kurze Info, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Also, wir haben einen Teil des Spiels, das mache ich mit der Story und den Nebenquests. Und dann gibt es eine weitere Videoreihe, das bezieht sich dann nur auf Story, also auf Erkunden. Beispiel jetzt, ich habe gestern hier gespielt. Da habe ich alles, was Erkundung ist, hier in Harbia, habe ich zum Beispiel die ganzen Sachen gesucht. Das werde ich jetzt auch machen für jeden einzelnen Stadtteil. Und inklusive auch der Wildnis und was es sonst noch alles gibt. Und wir werden uns dann in der Hauptvideoreihe nur um die Quests kümmern. Und in welchen Abständen diese Erkundungen und Story-Missionen auftauchen werden, ich weiß es nicht. Das kann auch asynchron sein. Ihr werdet da aber nicht viel sehen, was ich schon gemacht habe in der Hauptstory. Das müsste ziemlich transparent verlaufen. Dann mache ich mir jetzt auch so keine Sorgen in dem Sinne. Ja, ich würde mal sagen, wir legen jetzt mal los hier. Und zwar machen wir bei den Nachforschungen erstmal die Aufträge. Da haben wir hier nochmal den, ich fange jetzt oben einfach an. Da haben wir den Bootsraub, mit dem werden wir jetzt weitermachen. Okay, der liegt, ich denke hier oben, ja. Das Spiel ist für mich nur eine kleine Gewöhnungssache. Ich mache ja in den Videos eigentlich immer Kapitel. Und hier im Spiel habe ich gelernt, dass nicht alles Kapitel sind, die so angezeigt werden bei den Quests. Puh. Also, hier drüben. Ich habe das gestern schon aus Versehen gemacht. Da sind wieder unsere Freunde. Vor uns aus Versehen gemacht gehabt. Da ist noch einer. Da unten waren auch noch welche Gäste. Wir sind einfach einen Weg hier rein, um also wir, oben ist eine Kiste, unten ist eine Kiste und da vorne bei dem kleinen Miniturm. Sagen, lassen wir die Spiele beginnen. Lass deinen Blick schweifen. Moment! Ja! Sollte das Problem an sich gelöst sein, wenn da gleich noch der Hint in einer wäre? Ich hole dich nicht um.
Hey! Ja! Hey, was ist dein Augenblick? Ich hätte mich nicht zeigen dürfen. Okay. Den nehme ich mal lieber weg. Nein. Ey, das Clipping ist ja auch scheiße. Dringende Lieferung. Liefere diese Oliven umgehend in den Seifenkocherbezirk. Weise sie darauf hin, dass diese Proben frisch von den Klosterbäumen geerntet und besonders für die Seifenherstellung ausgewählt wurden. Ödle nicht. Die neue Al-Walat hat eine große Seifenbestellung für den Harem aufgegeben und Olivenöl ist eine entscheidende Zutat. Übliche Bezahlung ist bei Lieferung zu erwarten. Okay. Für nichts. Nun gut. Hier hinten war noch einer. Da kommen wir nicht rein. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Der Typ, oder? Koste den Tod! Ey, ich hab geblockt. Jetzt kann ich essen. Dein Schicksal ist besiegelt. Müsste jetzt nur noch einer sein, ne? Bye. Die Luftpumpe. Da unten ist das Boot. Hier sind die. Unten waren zwei, oder? Oder war das oben? Hier ist noch eine. Ich muss den Weg freiräumen, um das Boot da rauszubekommen.
Nein! Hier war keiner, dann vermutlich. Hier. Und jetzt auf den Kanal. Hier sollte es glatt laufen. Die Luft ist rein. Ich lege nahe des Übergabepunkts an. So ist schon mal eine coole Mission, muss ich sagen. Frage ist, wo ist der Punkt? Hier vorne direkt. Auf dieser Seite hier. Darwishs Männer werden das Boot erkennen. Mein Teil ist erledigt. Jo, das war's. Dann nächste Quest. Hier haben wir noch die Konkubine. Eine Konkubine des Kalifen, die für die Aufständischen spioniert, wurde zum Verhör in den Prinzenpalast gebracht. Töte diejenigen, die sie gefangen hatten. Jo, kriegen wir hin, ne? Ich muss sagen, dass es mir viel besser gefällt, seitdem Assassin's Creed wieder so klein ist, weil, also Odyssey und Valhalla, das war ja ein Monsterspiel. Also ich war gestern schon im Prinzenpalast. Jo, das Ding ist etwas bewacht. War jetzt nicht undurchdringbar, aber interessant. Weise mir den Weg. Ey, gestern wurde der nicht abgefangen, der Vogel. Nicht der wärmste Empfang. Ja. Oh. Ja. Hm. Ich weiß, wo ungefähr die Wachen stehen. Hier sind zwei. Wahrscheinlich der Schütze da hinten. Da sitzt einer. Hätte ich das gestern gemacht. Ich habe den umgelegt. Danach den.
Ich nehme mich einfach hier rüber jetzt. Wenn der kommt. Da müssen wir rein. Der darf uns aber nicht sehen. Schütze mich vor dem Bösen! Hilfe! Mörder! Hier ist kein Schlachtfeld, du ungehobelter Klotz! Ist da irgendwas? Den Typen. Na klar. Und Fenster. Reinklettern kann, gibt's hier nicht. Also die hier sind alle dicht. Die sind nicht mehr da, weil ich die gestern getötet habe. Ja, krass. Gut, hier findet kein anderer Weg dran vorbei, weil den können wir erst abschlachten. Hallo Freundchen. Oh nein. Wir müssen raus hier. Hier war ich gestern drin. Für die Leute, die das Video schauen, mit der Truhe, die ich suchen muss hier. Geht da. Vergessen nämlich die Aufnahme zu starten, als ich das hier gemacht habe. Ja, war ein kleiner Fail von meiner Seite. Hier ist diese Truhe, für die wir nicht aufbekommen. Ich mach die mal auf. Man weiß ja nie, wofür man mal herkommt. Muss ich nur fliehen oder muss ich noch was machen?
Ja, wir können wieder unseren guten Status setten. Okay, dann als nächstes steht an. Der Waffenhändler. Ein mit den Rebellen verbündeter Waffenhändler ist auf der Flucht vor der Obrigkeit. Bringe ihn in sich. Jo, kriegen wir hin, ne? Wo müssen wir hin? Oh. Ja. Bis dahin habe ich noch keinen Schnellreisepunkt. Das heißt, wir laufen. Aber ich will erstmal hier. Das Plakat entfernen. Schlecht getroffen. Oh, dann auf. Was? Zeige mir alles. Ist das hier die Landesgrenze? Also Stadtgrenze? Ja, das ist die Stadtgrenze. Darf ich dann sich nicht rein, oder? Na gut. YOLO. Und rein da. Hier sieht doch schon nach einem schickeren Viertel aus, oder? Bin ich hier gelandet? Okay, ich gehe nicht noch weiter in die Grenze rein. Ich laufe jetzt hier schön außen rum, weil je weiter wir reinkommen, glaube ich, könnte es problematischer für uns werden und auch unsicherer. Nein, da gehe ich nicht hin. Mein Freund. Was ist das, Herr Dieter? Das
Beshi schickt mich. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Hast du eine andere Wahl? Na schön. Ich weiß, wie man aus der Stadt kommt. Aber lass dir gesagt sein, ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu erdolchen. Geben mein Bestes. Gibt es eine Gefahr zu bewältigen? Vorzugsweise von dir. Wie tief die Großen gesunken sind. Komm her. Nun ist noch irgendwo einer. Hey, was? Der Weg ist frei. Oh. Dann lauf mal. Nur ganz kurz unterbrechen. Okay, weiter geht's. Gibt es Ärger? Oh, weia. Ja. Das könnte interessanter werden. Keine weiteren Wachen, oder? So bringst du es nie zum Hause, Mann. Sei unbesorgt, wir werden nicht nachlässig. Allein. Augen auf! Was? Komm raus! Baden wir in Blut! Niemand wird es wagen. Hey! Ja, du! Pack dir mal lieber ganz rein. Ich weiß jetzt nicht, wie pingelig die Wachen hier sind. Wir haben einen ungebetenen Gast. Ich lass dich deine Milz fressen. Ja, mal abwarten, was passiert, ne? Warte. So. Pumpe liegt auch hier. Wenn ihr hier so großzügig seid.
Weg ist frei. Das ist ein Mörder! Nehmt euch in Acht! Kennst du die Aufständischen schon lange? Lang genug, um an ihre Sache zu glauben. Gibt es eine Gefahr zu bewältigen? Vorzugsweise von dir. Irgendwie sieht dir den Weg schon recht ähnlich, oder? Wachmann, das war nie wirklich deine Berufung. Wir sind bereit, wenn man uns braucht. Da sind schon wieder zwei. Das ist der von oben. Warte mal, bis der hochkommt. Gibt's. Gulasch, der erste. Der zweite. Der Weg ist frei. Scheiße, was? Ich muss an meiner Verteidigung arbeiten. Willst du hin? Weg. Wo ist der tollreiche Irgendein Typ. Bleib in der Nähe. Ich schütze dich. Dein Tod ist unvermeidlich. Nun sind wir sicher. Du hast meinen Dank. Scheiße. Au. Weniger reden, ne? Ich falle besser nicht auf. Ciao. So, ich verabschiede mich in dieser Folge und wenn wir uns sehen, dann wird es, glaube ich, hoffentlich etwas ruhiger sein. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.